Chat, wir fangen heute Abend an, ganz entspannt, mit Peter Abi. Schöne Grüße gehen raus. Der nächste Song zur vermeintlichen Promophase, man weiß es nicht so ganz genau. Album ist schon bestätigt. So, dann haben wir den nächsten Song zur bestätigten Promophase zum bestätigten Album. Das höre ich doch gern. Ein Auge blau heißt das ganze Ding. 3 Minuten 32. Liken, Supporters, come on. Ich bin der tausendste Liker. Das muss auch schon was bedeuten. Das Glück ist heute auf meiner und Peter Abis Seite. Produziert ist der Bums von Ganayan, Stalen, Peter Fox himself und den Krauts wieder mal. Ich bin sehr gespannt. Ich lese auch immer wieder Namen, die ich überhaupt nicht kenne, aber das ist sehr, sehr cool, weil dann kriegen wir hoffentlich Musik, die ich auch überhaupt so noch nie gehört habe. Mal schauen. Sommer ist gerettet mit diesem Album. Das denke ich auch. Stell dich mal vor, wir haben so ein Stadtaffen-like-Album, aber das ist, glaube ich, so die Überlegung, die viele haben und die, glaube ich, ein bisschen gefährlich ist. Die habe ich auch und man darf das auch überhaupt gar nicht mit einem Stadtaffen-Album vergleichen. Auch die Musik jetzt, die schon rausgekommen ist, ist überhaupt nicht vergleichbar, meiner Meinung nach. Aber stell ich mal vor, so ein Peter Abi Album, so ein Peter Fox Album zum Sommer hin mit so viel Dancehall, Amapiano Geschichten. Boah, Digga, Feierabend, sag ich so wie es ist, da bin ich aber sofort dabei. Peter Fox, ein Auge blau. Ich bin sehr gespannt. 3:32, Abfahrt. Also der Anfang, okay, warte mal, es geht schon wieder. Ey, ich habe schon ein bisschen was gehört. Ganz kurz, der Anfang hat irgendwie so horrormäßig was, so ein Horrorfilm oder sowas, ne? So reverse flüsternde Vocal-Effekte oder sowas, so Art Horrorfilm-Intro oder sowas könnte, also bevor in so einem Horrorfilm so ein Jumpscare kommt, wisst ihr, was ich meine? So kurz bevor ein Jumpscare kommt, kommen so ganz komische Vocal-Geräusche oder sowas. Also hat einen ganz weirden Anfang wieder. Kleine Theorie zu dem Titel, Ein Auge Blau. Wir haben mal einen Song gehabt, oder wir haben einen Song von Peter Fox, der Schwarz zu Blau heißt. Der nächste Song wird Ein Auge schwarz heißen. Tippe ich jetzt einfach mal. Dann haben wir auch schon wieder eine Anlehnung zu einem früheren Song von ihm. Oder einer der nächsten Songs wird irgendwas mit Schwarz im Titel haben. Gehe ich mal davon aus. Mal schauen. Ich wollte gerade sagen, hat so ein bisschen Drill-Vibes, ohne Witz. Also rein von dem Perkussiven her, von dieser Hi-Hat oder sowas, oder von dieser Tom oder sowas, was da quasi, ne, den Hi-Hat-Rhythmus vorgibt, hat es so ein bisschen Drill-mäßig was. Das Einzige, was nicht so in diesen Drill-Rhythmus reinpasst, ist jetzt vielleicht diese Rim oder sowas, die jetzt reingekommen ist, weil die spielt ganz normal 2 und 4, je nachdem. Aber gerade auch mit den Bassline-Slides hat es auf jeden Fall so ein paar Drill-Elemente drin, die halt wieder so ein bisschen in diese Peter-Fox-Richtung umfunktioniert werden oder so halt produziert werden, dass sie es halt zu einem Peter Fox Song passt und da auch funktioniert so, ne? Hat aber das ein oder andere Drill-Element drin, was geil ist. Oh, Digga, das ist nice! Oh, Digga, auch mit den Bassline-Slides und so weiter? Also quasi als Übergang auf die neue 1? Mein Spiegelbild Schrott. Ich stehe im Bad und baue mich neu zusammen. Bisschen Eis für die Stirn, für den Drink in meiner Hand. Oh, Digga, flow-technisch, guck mal, ich höre immer noch irgendwo Schüttel dein Speck so, ich höre viele, viele Songs vom Stadtaffen-Album noch, ne? Und es ist ja noch irgendwie viel neuer für mich als für die meisten so, weil ich, ne? Ich habe damals Haus am See gehört und danach habe ich Peter Fox gar nicht mehr gehört und dann haben wir Peter Fox komplett aufgerollt, jetzt auch mit Seed und so weiter. Aber Digga, nice Flow irgendwie. Und baue mich neu zusammen. Und baue mich neu zusammen. Auch diese Melodie, diese, ne? Wie er betont. Bisschen Eis für die Stirn, für den Drink in meiner Hand. Mein Bett ist ein Magnet, ein Packy Bubrofen, alte Geil. Mein Bett ist ein Magnet.
Kann ich fühlen auf jeden Fall, ohne Witz. Überlegst du immer dreimal morgens, ob du aufstehst oder nicht, aber du musst ja irgendwann aufstehen, so, weißt du, was ich meine? Für den Drink in meiner Hand. Guck mal, auch für den Drink in meiner Hand. Wie das quasi ausklingen lässt, das ist so nice. Mein Bett ist ein Magnet, ein Packy-Buprofen. Alte Geister laufen durch mein Haus in meine Hall of Fame. Versuche zu beten, lass es wieder sein, Lord of Mercy. Boah, Digga, der, guck mal, das ist halt auch so, auf jede neue Zählzeit, jedes Mal kommen so ganz andere Elemente rein. Was ist jetzt Art Core oder sowas, was wir im Hintergrund haben? Meine Hall of Fame, versuche zu beten. Dieses Versuche zu beten und auf Beten quasi kommt dieses ah, bam, 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 ah. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, jedes Mal kommen da wieder Elemente rein, so auch gerade von der Produktion her ist es jedes Mal so außergewöhnlich und so interessant, weswegen ich mir den Song allein von der Produktion her oder von der Produktion her immer noch 5-6 Mal anhöre, so, wisst ihr, ich meine? Nicht nur wegen Peter Abi, so, um Gottes Willen, ne, Peter Fox. Natürlich höre ich den auch gerade auch wegen der Lyrik und was mir der Vibe einfach gibt, was mir der Song generell gibt. Aber rein von der Produktion her, brutal, brutal gut. Lass es wieder sein, Lord of Mercy. Bin ein rostiger Optimus Prime. Guck mal, bin ein rostiger Optimus Prime. By the way, in Transformers gucke ich die letzten Tage wieder. Allgemein nur der Soundtrack Arrival to Earth, unglaublich gänsehautlastig, sag ich so, wie es ist. Aber Transformers hat schon was, sag ich so, wie es ist. Die Filmreihe hat schon was irgendwie. Natürlich sah Megan Fox die ersten 2-3 Teile geiler aus als heute so. Liegt im Auge des Betrachters, wollte ich nur dazu sagen, ganz kurz. Aber wie heute Megan Fox aussieht und wie damals Megan Fox aussieht, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht fast schon. Wieder sein, Lord of Mercy. Bin ein rostiger Optimus Prime. Tendenziell überfordert. Neues Zeug geordert. Bis dahin out of order. Das, ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Boah, der Hook geht auch direkt gut ab. Refrain. Und bei Peter Fox muss ich den Refrain gar nicht so 2-3 Mal hören, bis auf Zukunft Pink. Bei Zukunft Pink habe ich den Refrain so 2-3 Mal hören müssen, aber dann war der Ohrwurm des Todes und ich höre Zukunft Pink heute immer noch, ne? Einfach, weil das auch im Radio viel läuft und auf Deluxe Music und so weiter und so fort, ne? Aber jedes Mal, die Hook catcht mich direkt beim ersten, zweiten Mal hören, direkt bei Peter Fox. Auch wie der Song aufgeht und mit wie viel mehr Druck er quasi jetzt ans Mic geht, wisst ihr, ich mein? Geordert, bis dahin out of order. Das, ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Ist auch nice, guck mal. Das und dann kommt die Eins. Das eine Auge blau, das andere, wisst ihr, ich meine so? Das ist halt auch brutal, auch wie dieser neue Fill auf die neue Eins. Es sind so viele Elemente drin, die so unterschiedlich sind, aber zur richtigen Zeit kommt und richtig gut gemischt sind und dadurch hat der Track auch wieder so voll das runde Hörerlebnis, wisst ihr, ich meine? Es ist nichts irgendwie, was dich jetzt so irgendwie rauswirft aus dem Vibe. Trotz dass so viele unterschiedliche Elemente drin sind, kann es schon schnell mal passieren, dass der Vibe irgendwie dadurch verloren geht oder dich irgendwie rauswirft, weil jetzt ein Element reinkommt, was so gar nicht passt. Ist hier gar nicht der Fall, obwohl so viele unterschiedliche Elemente benutzt werden. Mund voll mit Dreck, Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Mein Cockpit getroffen, aber das steck ich weg. Bin nicht kaputt, nur ein bisschen defekt. Auch hier, guck mal, immer wieder auf die neue Eins oder gerade auch auf so eine Kick, ne, kommt auch so ein ganz hartes Brass-Element rein. Auch ganz, ganz hart stereomäßig, also super weit auf dem linken und rechten Ohr, gar nicht mehr so in der Mitte so. Und dann kommt es immer wieder, bum, bum, wie soll ich meinen? Hört mal drauf hin. Steck ich weg, bin ich kaputt. Dieses bum, nochmal ganz kurz. Mein Cockpit getroffen, aber das steck ich weg. Bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt. Dadurch kommt halt so ein Hit, ne? So ein Impact, gerade mit einer Kick oder sowas, nochmal viel mächtiger. Gerade an einem Refrain, unglaublich krass irgendwie. Augen auf, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Das Cockpit getroffen, aber das steck ich weg. Bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt. Okay, das eine Auge blau, der Mund voller Dreck. Peter Abi hat dahingehend auch schon mal bessere Tage, glaube ich, erlebt. Also ich habe nicht jeden Tag ein blaues Auge. Und vor allem nicht jeden Tag Dreck im Mund so. Er ist nur ein bisschen defekt. Ein bisschen trifft's gut in dem Fall. Auch super schön irgendwie.
Ich habe mich fast schon dran gewöhnt, weil wir jetzt auch gerade parallel viel Rammstein machen so. Und die machen es auch ab und zu, dass nach dem ersten Refrain quasi so vier Takte mal nur Instrumental kommt, wie in dem Fall. Und Peter Fox macht es ja fast immer so. So ein Geheimnis, was man eigentlich kennt, so, dass Peter Fox nach dem ersten Refrain so irgendwo vier Takte Instrumental laufen lässt und dann erst mit dem zweiten Part einsteigt. Finde ich super nice, um auch auf dem Instrumental ein bisschen Glanz zu geben. Der Song entspannt ein bisschen nach dieser sehr actiongeladenen, nach dieser sehr vollen Hook. Kann sich ein bisschen entspannen und dann gehen wir in die zweite Strophe. Echt immer nice eigentlich. Family Man, renn vor die Wand, schmeckt das Blut, Patchwork los. Ich hab keine Zeit, liefer ab, trag ne Beißschiene nachts, mir die... Oh, Digga, auch... Wieder super, super nice Pause, super nice betont. Guck mal hier, wie er das rappt. Ich hab keine Zeit, liefer ab. Ich hab keine Zeit, liefer ab. Trag ne Beißschiene nachts, irgendwie sowas. Trag ne Beißschiene nachts. Trag ne Beißschiene nachts, Digga, das ist so gut gerappt. Meditiere für die Katze und Vaseline für den Kat. Ey, keiner hat gesagt, es wäre fair. Nimm mich in den Arm, komm näher. Ein paar Plätze sind schon leer. Will er uns hier irgendwie so einen gescheiterten Mann zeigen? So einen gescheiterten Vater, so eine gescheiterte Vaterfigur vielleicht. Er hat ein blaues Auge. Zu Hause läuft es auch nicht gut. Er hat Mund im Dreck. Er hat Vaseline für den Cut. Er ist immer hier und da, aber nie für die Familie da so. Geht es in so eine Richtung? Nicht die Beißschiene zu vergessen. Stimmt, die Beißschiene gehört zu jedem Vateralltag dazu, logischerweise. Der Zug aber erfährt, wer hab kassiert und gegeben. Ich spar mir die Tränen, nur ein paar Zähne fehlen. Das ein Auge blau, oh. Im Mund voll mit Dreck. Liebe. Oh, nice. Wir haben nicht einen verspäteten Drop, weil der Drop schon auf die 1 kommt für den zweiten Refrain, aber wir haben noch lange nicht so viele Elemente drin, wie es bei dem ersten Refrain war. Zumindest jetzt noch nicht, ne? Und guck mal, er malt die eine Hälfte von seinem Gesicht blau an, ne? Logischerweise, ein Auge blau. Und in einer der nächsten Videos wird er das schwarz anmalen. Hundertprozentig. Dann haben wir wieder schwarz zu blau, ne? Quasi die Anlehnung an einen vergangenen Song. Hundertprozentig. Guck mal hier, aber der Drop gestaltet sich ganz anders wie im ersten Refrain. Das ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Oh, Digga, das ist nice. Das ist nice. Hi-Hat kommt auch erst quasi beim zweiten, richtigeren Drop rein, so. Schwer zu erklären, so. Hört mal ein bisschen auf euer linkes Ohr. Super nice. Im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Mein Cockpit getroffen, aber das steck ich weg. Bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt. Dann geht's ja noch. Dann ist ja alles gut. Solange Peter Abi nur ein bisschen defekt und nicht kaputt ist und rostiger Optimus Prime ist, wie er gesagt hat, ist ja alles gut, ne? Optimus Prime, mieser Motherfucker, auch in den Transformers-Film immer wieder Gänsehaut-mäßig reingekommen, sag ich so, wie es ist. Der hat ein paar Sprüche drauf, die echt immer so Gänsehaut haben. Einfach zusammen mit dem Instrumental von Transformers immer wieder unglaublich nice. Weil Augen blau, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Das Cockpit getroffen, aber das steck ich weg. Bin nicht kaputt, nur ein bisschen defekt. Hook, also Refrain geht auch unglaublich gut ins Ohr. Wir haben wirklich eine Art Drillbeat, ein Drill-Instrumental, bis auf die Rhythmik von der Rim. Also die spielt halt ganz normal 2 und 4 und ne, nicht versetzt quasi wie bei Drill, oder zumindest die zweite Rim müsste irgendwo anders spielen, so. Spielt ganz normal, was auch überhaupt nicht schlimm ist, um Gottes Willen, ne. Du musst ja nichts nach Schema F machen, macht Peter Fox sowieso nicht, hat Peter Fox sowieso Jahre nicht gemacht oder schon immer nicht gemacht. Der macht sein eigenes Ding und deswegen hat er auch so ein Standing im Deutschrap, wie er halt eben hat, ne. Und hat bis heute das erfolgreichste Deutschrap-Album aller Zeiten, ist halt so. Und der Mann macht da schon alles richtig, ohne Witz. Bisschen defekt, ey. Bisschen defekt. Ah, jetzt ist das ganze Gesicht blau, jetzt ist meine Theorie im Arsch. Süß. Sehr, sehr süß. Ich bin kein Fan von Tieren in Musikvideos. Bin ich generell nicht. Ob jetzt ein Kolle auf einem Elefanten sitzt oder Katja Krasavitz Hasen färbt oder sowas, bin ich kein Freund davon. Aber das ist irgendwie sehr süß, ne? Ne? Das ist sehr süß irgendwie. Tiere können so süß sein, ohne Witz. Da ist doch Optimus Prime. Digga, das Instrumental hat irgendwas richtig krasses, oder? Also so richtig, richtig böses irgendwie so. Hat so ganz, ganz geile Vibes, trotzdem extrem. Geht es hat nach vorne so, hat brutal Bounce. Und boah, Digga, dieser Chor, Digga, das ist super, super sexy.
Weiß Gott, wo das gedreht ist. Sieht nicht nach Stuttgart oder so aus. Auch ich mag immer diese Gemeinschaft irgendwie bei diesen Peter Fox Videos generell, angefangen bei Zukunft Pink, da war es ja auch so eine Riesengruppe, alle Art von Menschen, ne, und jeder hat einfach einen guten Vibe gehabt, wie hier auch, jeder tanzt so für sich, hat einfach immer wieder geile Vibes irgendwie. Das ist so schwer zu beschreiben, wisst ihr, ich meine, es ist nicht so auf hart gemacht, nicht irgendwie so düster Straße, dies, das, bip, bup, ne, so war Peter Fox ja auch nie. Jeder hat so seinen Spaß dabei und jeder hat so voll gute Vibes einfach. Damit sind wir am Ende von Ein Auge Blau. Ging voll schnell vorbei, meiner Meinung nach irgendwie. Digga, so ein schöner Song schon wieder. Und ich freue mich einfach dieses Jahr 2023 auf ein verdammtes Peter Fox Album. Dankeschön.